Hallo, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Und als erste Frage wollen wir Sie fragen, was Sie von Schulpartnerschaften halten. Ja, Schulpartnerschaften finde ich grundsätzlich, glaube ich, ziemlich wichtig, weil dadurch Schulen zusammenarbeiten können und ja auch voneinander lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Ertrag für so eine Schule. Dann wollten wir Sie noch fragen, was Ihnen denn als erstes zum Kepler einfällt. Also ich bin ja noch nicht so lange hier. Ich bin jetzt ungefähr ein Jahr hier in der Schule, aber ich glaube, wenn ich so direkt in das Kepler denke, dann fällt mir eigentlich Zusammenhalt ein. Also nicht nur zwischen Schülern, sondern auch zwischen Schülern und Lehrern, aber auch unter den Lehrern. Das finde ich wirklich eine ganz große Besonderheit von der Schule. Dann haben wir als nächste Frage, wie sind Sie eigentlich an diese Schule gekommen? Das ist eine relativ spannende Frage für ein Referendar, weil das eigentlich ein System ist, in dem man da drin steckt. Man bewirbt sich für ein bestimmtes Studienseminar. Das ist in meinem Fall hier Rheine gewesen. Ich komme auch gar nicht hier aus der Ecke. Ich komme von der Uni Kassel und habe mich dann hier in der Gegend beworben. Dann bewirbt man sich auf ein Studienseminar und das verteilt einen dann auf Schulen. Man kann zwar bestimmte Wünsche angeben, da war bei mir auch das Kepler dabei, obwohl ich es gar nicht kannte, und bin dann quasi vom Seminar Rheine zugeteilt worden. Könnten Sie uns drei wichtige Fakten, die Ihnen zum Kepler einfallen? Also, was ich ja schon gesagt habe, der Zusammenhalt finde ich sehr gut. Was ich auch ganz gut finde, ist so dieser ländliche Raum, wo das Kepler liegt und was auch so ein bisschen die Mentalität der Schüler, aber auch der Lehrer insgesamt ausmacht. Und eine dritte Sache ist, dass es hier sehr gemütlich zugeht. Also ich finde nicht, dass so ein sehr großer Notendruck insgesamt da ist. Einmal natürlich für die Schüler, einmal auch für die Lehrer und dass dadurch auch eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit im Umgang miteinander zu tragen kommt. Dann haben wir noch die Frage, wie so Ihr Arbeitsalltag aussieht. Also beschreiben Sie mal einen Schulalltag. Also so ein Schulalltag ist eigentlich relativ schwierig zu beschreiben als Referendar, weil man noch nicht so viele Stunden hat. Also ich habe in der Woche etwa 10, 12 Schulstunden. Und wenn ihr das hört, das ist ja relativ wenig. Dadurch ist eigentlich jeder Tag auch so ein bisschen anders, wann ich hier in der Schule ankomme, beziehungsweise wann ich auch wieder gehe. Ich habe jetzt mir den Alltag zugelegt, dass ich morgens auch schon relativ früh aufstehe und dann daheim an dem Schreibtisch arbeite, dass ich da in der Zeit was mache, wo andere vielleicht schon unterrichten oder Unterricht haben. Und dann meine Schulstunden, meistens sind das so 2 bis 3 am Tag, abhalte. Und dann sozusagen daheim nochmal kurz an den Schreibtisch, beziehungsweise als Referendar hat man auch 2-mal die Woche Seminar in Rheine, wo man sozusagen selber nochmal so ein bisschen unterrichtet wird. Und das sind dann sozusagen meine langen Tage. Könnten Sie vielleicht nochmal genauer beschreiben, wie das alles so als Referendar funktioniert? Ja, im Grunde sind wir fast schon richtige Lehrer. Der einzige Punkt ist, dass wir selber noch in so einer Ausbildungssituation stecken. Also wir kommen hier an die Schule, haben etwa 2 bis 3 Monate, wo wir uns erstmal ein bisschen eingewöhnen können. Und ab dem ersten Halbjahr bekommen wir auch schon eigene Klassen. Das sind dann meistens so 2 bis 3 Klassen, die dann wirklich auch schon in der eigenen Verantwortung sind, also wo ich sozusagen als richtiger Lehrer schon agiere. Darüber hinaus habe ich dann immer die Möglichkeit, beziehungsweise auch den Zwang, mir bestimmte andere Klassen noch zu suchen, wo ich zu anderen Lehrern in die Klasse reingehe, mir das auch erstmal ein bisschen anschaue und dann bei denen unterrichte und der eigentliche Lehrer im Hintergrund sitzt, mich beobachtet und mir Tipps gibt. Das ist sozusagen meine Ausbildung, dass die mir dann erklären, was ich besser machen kann, wo ich dran arbeiten kann. Und halt nebenbei der Unterricht, den ich in Rheine am Seminar bekomme, wo wir nochmal so Tipps, Tricks lernen im Umgang mit Schülern, einmal für jedes Fach, aber einmal auch so ganz allgemein. Okay, vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Kein Problem, bitteschön. Dankeschön.